gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. Shh! Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing? I don't know. I didn't kill anyone. A spot of wailing, Watson. Would you care to take part? Are you serious? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. Now I begin to understand that young man's story of Dawson and Nelligan. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Wiggins, I need you to track down certain people for me. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Willkommen hier zurück bei Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishment. So, ja, letzte Folge bin ich ja etwas hier an dem Rätsel verzweifelt. Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, habe ich mir gedacht, sag mal, genau, bla 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 bla, das kennen wir ja schon alles, warum denn nicht? Wenn wir beide Orange quasi gleichzeitig reinkippen, dann müsste man ja eigentlich das hier noch alles reinkippen, die durchsichtigen, dann würde das ja eigentlich auch gehen. Deswegen dachte ich mir, okay, zwei blaue, ein grün, zwei orange und dann die beiden durchsichtigen. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. So, jetzt der grüne. So, dann kämen jetzt die beiden orangenen. No, something isn't right. Nee. I need to start the reaction from the beginning again. Okay. War ein Versuch wert. Moment, so, jetzt muss ich überlegen. Zack, zack, zack. Ich glaube, das hier hatten wir schon die beiden, dann das und das nacheinander. Ich mach's trotzdem nochmal, einfach nur um sicher zu gehen. So. Dann kennen wir jetzt wahlweise das hier noch. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Na gut. Darum kümmere ich mich dann einfach mal später. Wir haben ja im Moment noch ein bisschen was anderes auf der Pfanne. Und zwar müssen wir auch noch einen Verdächtigen verhören. Der, ja, der halt diesen Brief geschrieben hat, wegen dem wir uns hier so abmühen. Na gut. So, Herr Verdächtige. Dann kommen Sie mal ran hier, Sherlock Holmes möchte mit Ihnen reden. Oh, hi Inspector. Na, wie geht's uns denn heute? How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Tja. Oh, das ist interessant. Wir hören zwar ganz viele, wie heißen das, Droschken und so, aber hier sind keine. Und ein Feuerlöscher. Ein altertümlicher Feuerlöscher. Geil. Schön, dass man auf solche kleinen Details geachtet hat. So, Moment. Wir müssen natürlich hier lang. Please escort this suspect for interrogation.
Ah, ja. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, mm-hmm. We shall see. Er stellt sich also stur. Na gut, schauen wir mal. Was haben wir denn, der Herr? Wir hatten hier ein 3-Tage-Bart, leicht nicht rasiert, lange Haare. Aha, eine Narbe. Eine alte Narbe. Wir hatten hier einen Schal, eine Weste. Was haben wir denn hier? Taschentuch mit Haubenmeise. Okay. Hier ein Pflanzenreste. Ah, ja. Ja, tatsächlich, jetzt wo es sagt. Hände eines Gefangenen. Ne, eines Gärtners. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Yeah, klar. Die Stiefel passen aber. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Naja, was solltest du da schon tun? Hm? Gepflegter Garten oder Gärtner? Verdammt! Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Mhm. Seine Tools. Liam Hurtley. Neuer Verdächtiger. Liam Hurtley abgeschlossen. Was denn für Tools? Okay, wir hätten neue Charaktere. Moment. Ah, da juckt mir die Nase. Genau. Ist ein Fremder, der von der Polizei verhaftet wurde, weil er zu später Stunde in der Nähe von Woodman's Lee herumstreunte. Er ist ein ehemaliger Soldat, der nach einer Nahkennverletzung durch einen Glassplitter ehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde. Er führt mittlerweile ein ruhiges Leben als Gärtner. Tja, das schaffen wir auch nicht alle. Genau, und hier hätten wir halt... Mhm. Okay, der ist der Blablabla irgendwas Rail Company. Okay, und wir müssen immer noch das hier analysieren. Obwohl, wir könnten auch nochmal, ich gucke nochmal auf die Map, wir könnten auch nochmal zu Woodman's Lee fahren und mal die Frau fragen, ob sie etwas über dieses Stück Wertpapier weiß. Über die, was war das? Rail Company? American Rail Company oder so? Das wäre ganz interessant zu erfahren. Vielleicht kriegen wir da ja auch noch ein paar Hinweise, solange ich nicht mit dem anderen Ding da vorankomme, mit der Chemie. Da steige ich echt noch nicht durch. Obwohl, warte mal. Okay, ich hätte da vielleicht noch eine Idee. Für das Chemie-Ding. Okay. Mrs. Carey.
Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Ouch. Thank you, madam. Okay. Sie sagt also nein. Sie hat das aber so schnell gesagt, dass ich vermute mal, dass es eine Lüge ist. Also natürlich ist es. Obwohl, es muss ja nicht unbedingt gelogen sein, dass sie... Sie kann den Typen zwar kennen, die Schaufel da schwebt in der Luft, oder? Keine Ahnung, kann sein. Sie kann ihn ja kennen, aber sie muss ja nicht unbedingt seinen Namen kennen. Wäre aber nur eine andere Möglichkeit. So, Regal. Ich suche hier einfach nochmal alles ab. Ah ja, der Leichnam wurde dann entfernt. Genau, hier wäre das. Hier wäre halt nochmal der ganze Blut. Das Interessante ist, ich kann hier nicht lang. Okay. Okay, aber sonst wäre hier erstmal nichts mehr. Ich bin einfach nur gründlich. So, da werden wieder die Stiefelabdrücke. Na gut. Auf zurück in die Baker Street. Vielleicht kommt ja Wiggins wieder oder weiß ich nicht. Irgendjemand gibt mir einen Hinweis. Was haben wir bei den Herleitungen eigentlich? Haben wir da irgendwas Neues? Die Hinweise. Peter Carey raucht nicht. Gut. Was ist das hier eigentlich? Große Kraft. Unerklärte Anwesenheit. Hui. Was flackert denn hier so? Okay, auf zurück in die Baker Street. Hier scheint es erstmal nichts Neues zu geben. A new suspect. But this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. Tja, Watson sagt es. Und ich komme nicht drauf. Okay, ja, ich hab's, genau. Okay. Vielleicht. Noch funktioniert alles. Und die letzte. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Das heißt. Aber die Idee war eigentlich gar nicht so schlecht. Das erste hier einfach hier reinkippen. Dann die beiden blauen. Dann das Grüne. Und als letztes nochmal dieses Orange-Durchsichtige. No, something isn't right. Okay. Das heißt, es darf kein Blauer kommen. Das heißt, der Blaue ist nach wie vor immer noch falsch. Der zweite. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich einen farblosen reinwerfe, ohne vorher einen orangenen reingeworfen zu haben, dass er mich dann auch haut. Quasi. Nö. Das ist interessant. So, jetzt käme dann der hier. Jetzt käme der hier.
Dann nochmal einen orangen und dann wieder einen blauen. Nee. Das ist auch nicht richtig. No, something isn't right. I need. Okay, was könnte man denn da noch machen? Also man kann den Weißen auch ohne den Orangen reinkippen, das ist ganz praktisch zu wissen. Na, wie genau? Also das heißt, man nimmt einen Blauen. Dann nimmt man noch einen Blauen. Dann nimmt man einen Grünen, einen Unsichtbaren. Gleich mal machen. So, jetzt entweder den grünen oder den unsichtbaren. So, einen unsichtbaren. No, something isn't right. Nee? I need to start the reaction from the beginning. Oh, okay. Ach so. Okay, also er zählt den anderen blauen zwar schon mit, als der danach kommt. Genau, das würde dann ja blau, blau, grün, orange, orange, das, aber das würde dann ja vermutlich auch nie wieder funktionieren. Also so langsam muss ich doch echt mal alle Möglichkeiten durchhaben. Wie muss man das rechnen? Wenn man alle Möglichkeiten zusammenrechnen möchte? 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2. So, wenn ich den Orangen nachkippe, ne? No, genau. Something isn't right. Dachte ich mir schon irgendwie. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon hatte, aber ich bin... Aber es ist vermutlich gestorben gewesen, wenn ich jetzt einfach blaue, dann den grün, dann den ganzen anderen Scheiß hinterher kippe. So, jetzt käme ein Orangener. Jetzt käme ein Farbloser und jetzt sagt er mir bestimmt, nöp, das geht nicht. No, genau. Wegen dem zweiten Blauen. Das ist doch ein Trauerspiel. Oh, warte mal. Nee, das wird auch nicht funktionieren. Verdammt. Wenn ich erst den Blauen, dann den Grünen, dann den anderen Blauen, dann den Orangenen nehme. Das würde vermutlich auch nicht funktionieren. Aber probieren kann man es ja mal. Mir fällt im Moment nichts Besseres ein. Oh Gott, wir werden so lange an diesem Spiel, an diesem Rätsel hier sitzen bleiben. Irgendjemand hatte geschrieben, Minispiele sind aus Sherlock Holmes Crimes and Punishment rausgeflogen. Der Typ soll herkommen, den will ich nämlich eine Blume schenken. Ach nee, warte jetzt echt? Das funktioniert? Wie geil. So, Moment. Hier, genau, jetzt wäre das die zweite. Und jetzt den anderen. Und als letztes halt noch den hier. Done. Now I can proceed further. Na bitte, es geht doch.